Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Tipps und Tricks. Ja, 14 Tage Sommer. Lasse einen riesigen Strandball in unterschiedlichen Matches springen. Gibt's drei Locations, werde ich euch gleich zeigen. So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, wir haben drei Bälle. Wir fangen mit dem ersten Ball an. Der erste Ball ist hier zu finden. Wenn wir jetzt gleich unser erstes hinfliegen. Boah. Hier ist er ungefähr. Da vor dieser. Da ist ja da unten diese Castle da, also diese Burg. Und da ungefähr finden wir den. Bedeutet, wir springen jetzt hier ab. Zack. Hier unten ist diese Burg, diese Festung. Und da, hier ist ungefähr der Ball. Hier. Da ist er, der Ball. Da sieht man ihn. Hier. Okay. Muss ich eigentlich nur dorthin kommen, den Ball einmal kicken. Und dann haben wir es auch schon geschafft. Da ist er. Zack. Einmal. Bam. Na. Ja, das ist perfekt. Dann können wir gleich uns den nächsten Ball vornehmen. Der ist nämlich hier oben. Und zwar bei diesem, ja, zwischen The Block, Pleasant Park und Loot Lake. Hier sieht man ihn sogar, glaube ich, auf der Map. Das müsste der Ball sein, ja, auf dieser Straße. Ich werde jetzt gleich mal hingehen. Hier unten ist der Ball. Sind wir sogar ziemlich nah jetzt an der Zone dran. Da ist er. Genau. Ja, ist ja perfekt. So, dritter Ball ist dieser hier, direkt bei der Avenger Space, hier zwischen Dusty Divot, Neo Tilted und Salty Springs. Wenn wir jetzt nochmal hinfliegen, werden uns das Teil holen. Direkt die Avenger Space ansteuern. Die seht ihr schon von Weitem, wenn ihr da über das die Tibet fliegt. Da unten müsste jetzt auch irgendwo der Ball sein. Da ist auch der Ball. Perfekt. Und ja, yippie. Hihi. So, da haben wir es. Geil. Ladebildschirm, Sonnenbad. Lehn dich zurück und genieß die Sonne. Geil. Schauen wir uns das Teil gleich mal an. So sieht das Ding dann aus. Das ist der Ladebildschirm. Da wäre ich jetzt so gerne, gerade bei den Temperaturen. Wie geil da oben eine Jetty. Hammer. Ja, wenn die Skins alle noch kommen, ne? Also ich meine, da sind ja ein paar dazwischen, die ich so noch nicht kenne. Da auch der Papagei, der Parrot.
sieht eventuell interessant aus. Der Yeti da hinten könnte eventuell interessant sein. Ja, wer weiß, vielleicht kommen die alle noch da unten. Den Sommerdrift hatten wir ja jetzt erst gehabt. Der ganz rechts da sieht auch interessant aus. Ja, lass uns doch einfach mal überraschen, was da kommt. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal an, wenn es heißt Fortnite. Tipps und Tricks mit mir, dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.